Die Schlacht bei Gammelsdorf liegt bereits 700 Jahre zurück. Der Wittelsbacher Herzog Ludwig IV. Kämpfte mit dem österreichischen Herzog Friedrich dem Schönen um die Vorherrschaft in Niederbayern. Unterstützt wurde Ludwig von Streitkräften aus Ingolstadt, Landshut, Straubing und Moosburg. Am 9. November 1313 kam es auf dem sogenannten Streitfeld bei Gammelsdorf zur Schlacht, aus der die Truppen des Wittelsbachers als Sieger hervorgingen. Der ehemalige Moosburger Hans Gumberger unterrichtet seit über 30 Jahren an der Gammelsdorfer Schule und hat sich intensiv mit der Schlacht beschäftigt. Es war für Ludwig den Bayer eine besondere Schlacht. Und auch vielleicht für die Örtlichkeit, also für Bayern, für das Herzogtum Bayern. Ich habe es ja schon gesagt, wenn Ludwig nicht gewonnen hätte, dann hätten die Habsburger Bayern, also das Herzogtum, das hat ja Friedrich seinem Cousin, seinem Vetter versprochen, das nehme ich dir, dein Herzogtum, da vor der Auseinandersetzung. Kurz gesagt, hätte Ludwig die Schlacht verloren, würde Bayern heute vielleicht zu Österreich gehören. Dieses Ereignis hat Gammelsdorf bis heute geprägt, weiß Bürgermeister Paul Bauer. Überall in der beschaulichen Gemeinde trifft man auf Zeichen des historischen Ereignisses. In der Kirche geht es los, die ist ja 1880 errichtet worden und ist in die Fenster und auch in die Wappen der vier Städte sind oben an der Decke in der Kirche verewigt, in so Monumente. Dann ja, am Ortseingang kann man es auch sehen, auch durch das Schlachtendenkmal, das 1842 errichtet worden ist. Heuer haben wir noch ein bisschen einen Stein dazu, da wo wir praktisch das Streitfeld markieren. Dann ja, das Gemeindewappen, das ist 1962 offiziell also beschlossen worden und von den Amt für Heraldik genehmigt worden. Und da ist auch praktisch die Geschichte mit der Schlacht praktisch wiedergegeben im Gemeindewappen. Bis ins 19. Jahrhundert war die Schlacht bei Gammelsdorf im Bewusstsein der Bevölkerung kaum vorhanden. Erst mit der Errichtung des Denkmals im Jahre 1842 fand dieses geschichtliche Ereignis Beachtung. Und so war es nicht verwunderlich, dass man in den Jahren 1913 und 1963 zum 600. bzw. 650-jährigen Jubiläum große Feiern veranstaltete, bei denen auch hohe politische Vertreter präsent waren. Auch zum 700-jährigen Jubiläum vom 15. bis 18. August diesen Jahres wird einiges geboten werden. Neben dem großen Festgottesdienst mit Kardinal Reinhard Marx auf dem ehemaligen Streitfeld und einem historischen Umzug durch die Gemeinde gibt es allerlei musikalische Spezialitäten zu bestaunen. Außerdem besucht Ministerpräsident Horst Seehofer die Gemeinde. Eine große Feldschlacht mit berittenem Turnier, mittelalterlichen Markthändlern und historischem Lagerleben runden die Veranstaltung ab. Gammelsdorf steht Kopf. Bei den Vorbereitungen, da kann man fast die halbe Einwohnerschaft nehmen, außer die Kleinkinder. Aber sogar die Schule beteiligt sich dann auch an Umzug und heuer schon ihr Sommerfest ausgerichtet nach Mittelalter. Dann natürlich der Festausschuss selber und dann die ganzen Vereine. Die Vorstände sind ja zum größten Teil vertreten im Festausschuss und haben natürlich ihre Mitglieder organisiert für die Vorbereitungen und für die Arbeiten, die ja momentan auf Hochtouren laufen. Knapp zwei Wochen bleiben den Verantwortlichen noch, ihr Jubiläum vorzubereiten. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.